nehmen Sie die Stahlplatte von Ihrem Outdoor-Feuergrill, um freien Zugriff auf die Feuerschale zu haben. Nun entfernen Sie mit dem mitgelieferten Werkzeug die Verblendkappe der Feuerschale, um das Durchreichen der Gasanlage zu ermöglichen. Positionieren Sie den Gasbrenner durch die nun entstandene Öffnung mit den Füßen über den dafür vorgesehenen Gewinden. Fixieren Sie nun den Brenner mit den mitgelieferten Schrauben und dem Werkzeug an der Feuerschale und gewährleisten Sie einen sicheren, festen Sitz. Führen Sie nun den Gasregler in die dafür vorgesehenen Öffnungen ein und sorgen Sie für einen sicheren, satten Sitz und eine gute Justierung nach vorne. Positionieren Sie nun das mitgelieferte Abdeckblech über dem Gasregler und fixieren Sie es mit den beiden mitgelieferten Schrauben und dem im Lieferumfang beinhalteten Werkzeug. Montieren Sie nun mit Hilfe eines Gabelschlüssels den Gaszufuhrschlauch an der Reglereinheit. Setzen Sie die Stahlplatte wieder auf die Feuerschale auf, justieren Sie diese, dass die Fettabläufe über den Schalen sitzen, setzen Sie die Gussrost ein und wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Outdoor-Feuergrill im Gasbetrieb.